Je weiter man an so einen Weitwinkel rangeht, desto blöder sieht man auch. Ja. Und dann ganz laut sprechen. Genau. Ja, hallo. Hallo. Ist es an? Ja. Läuft noch nicht, wa? Läuft noch nicht. Nein, läuft nicht. Hallo Sven, hallo André. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr uns von Monkey Press die Möglichkeit für dieses Interview gegeben habt. Ihr spielt ja heute euer letztes Konzert auf der Manic Episodes Tour, die am 5. Februar in Oberhausen begonnen hat, und ihr habt jetzt schon Konzerte in 8 Städten hinter euch gebracht. Wie fühlt ihr euch denn? Seid ihr noch fit oder freut ihr euch, wenn ihr dann auch endlich mal ein bisschen zur Ruhe kommen könnt? Soll ich das nehmen eigentlich? Das ist... Also dadurch, dass wir ja, wie du schon, also heute ist ja der 27. Februar sozusagen, und 8 Konzerte in einem Monat ist ja jetzt nicht, also sagen wir mal, natürlich sind wir noch fit, weil, also jetzt André ist nicht so fit, der hat sich eine Erkältung eingefangen, aber so prinzipiell sind wir, das ist ja jetzt nicht so, weil so, wir spielen nur am Wochenende irgendwie. Und das ist ja, heutzutage ist es ja so, dass man unter der Woche nicht mehr viele Konzerte geben kann, weil da die Leute nicht mehr weggehen oder so. Deswegen sind wir nur am Wochenende unterwegs, und da hat man ja zwischendurch immer so 2-3 Tage normalerweise, um sich zu regenerieren oder so. Wie sieht euer Touralltag denn aus? Wie seid ihr unterwegs? Wer reist mit euch? Ja, da versuche ich mal was Interessantes zu erzählen drüber. Aber es ist eigentlich wahrscheinlich ziemlich ernüchternd, weil ein Touralltag sieht einfach so aus, man mehr als 4-5 Stunden Schlaf kriegt man meistens nicht, weil das geht immer bis nachts, und dann muss man morgens schon, weiß ich, um 9 oder um 10 aus dem Hotel raus, weil man zur nächsten Stadt fahren muss. Dann hockt man den ganzen Tag im Bus und dann kommt man an, lädt aus, macht Soundcheck und dann sitzt man rum. Und dann kommt irgendwann Meet and Greets und so und Leute, und man muss dann sich auf den Auftritt vorbereiten, muss aber auch sehen, man ist immer ein bisschen lethargisch vor so Auftritten, weil der Körper fährt dann runter und das passiert automatisch. Dann wird man so ein bisschen schläfrig. Das darf man dann aber auch nicht sein, dass die Leute halt denken, man sie langweilen eben oder so. Ja. Also eigentlich trifft's ein Zitat von Mick Jagger ziemlich gut. Er macht jetzt seit 30 Jahren Rock'n'Roll und 25 davon hat er nur gewartet. So ist auch. Ihr habt ja im Internet so ein ganz witziges Video über eure Tourvorbereitungen gepostet. Wie bereitet ihr euch denn wirklich vor? Naja, also ich lag nicht nur rum, ich habe auch gejoggt. Aber das. Ich habe wirklich gejoggt, das war meine Tourvorbereitung, das eh nochmal. Ja. Ich habe im November schon angefangen. Ja. Mit und am Strand liegen. Ja. Genau, und Cocktails trinken. Praktisch schon so ein bisschen vorher arbeitet. Ja, man muss ja auch wissen, wie man mehrere Cocktails an jedem Abend schafft, ohne dass man kaputt geht davon. Super. Ja, genau. Ihr habt ja nun schon mehrfach verlauten lassen, dass die Tour ein Riesenerfolg für euch war. Woran macht ihr das denn fest und was bedeutet der Erfolg für euch persönlich, als auch natürlich für Solarfake? Ja, also woran wir das festmachen, sind einfach unglaublich gestiegene Besucherzahlen im Vergleich zur letzten Tour. Das hat sich teils verdoppelt, teils noch mehr. Also das ist, wir gehen da quasi gegen den Trend, weil normalerweise geht es bei allen anderen irgendwie eher bergab. Und das macht uns natürlich sehr froh. Und was das für uns bedeutet, ist natürlich, das ist natürlich eine Art Bestätigung, und das macht uns natürlich wirklich sehr, sehr glücklich, dass so viele Leute unsere Musik toll finden, und wir können uns dadurch eigentlich nur eine, also wir konnten uns dadurch eine tolle Lichtshow leisten, die aber leider heute nicht mehr dabei ist. Wir können uns leider noch nicht leisten, einen Lichttechniker vertraglich an uns zu binden. Das konnte dafür eine andere Band mit unserem Lichttechniker machen, und deswegen ist er jetzt die letzten beiden Konzerte nicht dabei. Aber das wussten wir vorher, dass das passieren kann, und das ist jetzt nicht so. Also ich meine, das ist ein bisschen schade, dass gerade heute jetzt wir unsere Lichtshow nicht dabei haben, aber unser Lichttechniker hat quasi für einen ganz guten Ersatz gesorgt sozusagen, und das sieht halt heute anders aus, wird aber trotzdem toll. Also insofern ist es nicht so tragisch. Aber ja, genau, das ist natürlich auch, das können wir uns jetzt dadurch halt leisten. Also soweit halt auch mal zu machen, mit anderen zu machen als sonst. Und wir haben auf dieser Tour eine größere Crew, einen Backliner haben wir dabei, und
Ja, so weit halt. Ne? Das ist halt, das geht natürlich nicht, wenn du nur vor 50 Leuten spielst, da kannst du dir Personal halt einfach nicht leisten. Ist halt so. Ne? Ja. Und da muss man halt selber alles immer nach dem Konzert zusammenpacken. Und, ja, das ist besonders schön. Ja. Nach dem Konzert auch schnell in was Frisches schlüpft und dann auf die Bühne hastet und wieder alles abbaut, das ist jetzt schon echt Luxus. Mhm. Wenn man einfach jemand hat, der das macht. Ja, genau. Was denkt ihr denn, dass natürlich neben der Musik euren Erfolg jetzt ausgemacht hat? Wir haben überhaupt keine Ahnung, weil das ist wirklich nicht, wir machen nichts anders, oder? Also machen wir irgendwas anders? Nee. Du schreibst bessere Songs vielleicht. Ja. Immer. Naja, liegt aber nie. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wirklich. Ja, woran soll es sonst liegen, wie das ist? Boah. Die Leute kommen ja wahrscheinlich wegen der Musik und nicht wegen der Tanzperformance. Oder wegen dem Licht. Das werden wir heute sehen. Licht, ja. Aber heute, wenn wir heute nach einer halben Stunde alle weg sind, wissen wir, sind alle wegen Rico da gewesen. Ja. Danke nochmal, Rico. Ja, nee, wirklich keine Ahnung, eigentlich machen wir nichts anders. Also insofern, vielleicht spricht es einfach rum oder so mit der Zeit. Das hat ja auch, dauert ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht unser erstes Album. Insofern, wahrscheinlich. Wir waren halt penetrant genug die letzten Jahre. Wir haben uns überall in irgendwelche Vorprogramme gedrängelt und so. Hm, genau. Ihr habt ja auch ein neues Label und vielleicht auch eine neue Vermarktungsstrategie. Meint ihr, dass das auch was dazu beigetragen hat? Also ich glaube schon, dass die Arbeit von Out of Line da eine Rolle spielt, dass sich der Name noch weiter verbreitet. Ich glaube, da spielen einfach viele Sachen zusammen. Und Out of Line hat mit Sicherheit einen wichtigen Teil dazu beigetragen, glaube ich. Die haben, also ja, das ist natürlich, das ist immer schwierig zu vergleichen auch, weil die Arbeitsweisen sehr unterschiedlich sind von SPV, wo wir vorher waren, und Out of Line. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Oder ich habe so den Eindruck, dass wir da ganz gut drin passen in diesen Haufen und dass das einfach gut läuft. Wie lief denn das Zusammenspiel mit eurer Vorband Beyond Obsession, die euch supportet hat auf der Tour? Wunderbar. Willst du mal? Ja, ist auch wieder eine sehr unerschöpfende Frage. Das war komplett entspannt. Die sind total nett. Ich habe irgendwie keinen Stress. Wir haben uns von Anfang an verstanden. Und also gerne wieder. Ja, die kommen auch sehr bei unserem Publikum an. Ja. Also die, das passt wunderbar, wirklich. Irgendwie. Also super. Ja. Und wie seid ihr auf die gekommen? Also ich glaube, das lief über unsere Agentur. Die haben die, glaube ich, vorgeschlagen und als möglichen Special Guest sozusagen. Und und dann haben wir gehört, die hatten sofort Bock drauf und wir fanden die auch gut. Und also irgendwie so, glaube ich, hat es gepasst. Habt ihr irgendeine nette Tour-Anekdote für uns? Oh, wenn wir uns jetzt noch an irgendwas erinnern könnten, ne? Da gab es bestimmt irgendwie eine, oder? Nee, gerade fällt mir auch nichts ein. Nicht. Vielleicht hängen wir die Frage hinten dran. Okay. Das ging bei irgendeiner Quiz-Sendung früher auch. Ihr habt ja jetzt vor den Konzerten immer ein Meet and Greet veranstaltet. Wie ist das denn für euch? Nett, wir kriegen immer viele tolle Geschenke. Ja, meistens Süßigkeiten. Ja, Süßigkeiten. Die können wir alle aber ja nicht so, also so viel Süßigkeiten können wir ja nicht essen, weil dann wären wir nämlich total fett. Aber das ist total, das ist trotzdem total, total nett. Ja, da muss man aber schon, da müssten wir noch ein paar Jährchen touren, glaube ich, wenn wir das alles. Aber nee, das ist trotzdem, ich meine, wir haben eine große Crew. Naja, groß, aber wir haben auf jeden Fall eine Crew, die können ja mitessen. Und nee, ich weiß nicht, das ist immer ganz, das ist ganz nett. Also das ist ja immer nur eine halbe Stunde und so und dann redet man ein bisschen, macht ein bisschen Fotos und so. Das ist halt ein bisschen was Persönlicheres als so nach dem Konzert am Merchandise-Stand schnell Autogramm und so und Selfie gemacht und so. Das ist ein bisschen intensiver und das ist ganz nett und das macht Spaß und die Leute freuen sich, glaube ich, auch. Außer die heute, die, wo wir wollten unbedingt schnell in die erste Reihe. Ja, die mussten schnell wieder weg. Weil die erste Reihe noch frei ist. Genau. So, also, aber trotzdem auch sehr nett. Also, ja, alles schön. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ihr irgendwas Witziges bei den Meet and Greets erlebt habt, so sich spontan entblößende Fans oder Damen, die in Ohnmacht gefallen sind oder. Also heute dann doch tatsächlich. Ja. Heute gab es einen Heiratsantrag. Ach, okay. Die beiden ersten Familien. Ja, zum Glück angenommen. Okay. Sonst wird sowas auch schnell peinlich, so eine Situation, auch als Beisitzender. Ja. Also nee, ist ja zum Glück, ja, ihr sagt. Ihr habt einen Heiratsantrag bekommen. Nee. Seitdem immer schief gegangen ist bei uns, mache ich die auch nicht mehr jetzt so und gefragt. Aber die wollten. Ja. Das war jetzt nett. Genau. Naja, dann jetzt die Frage aller Fragen. Wie ergattert man denn so ein Meet and Greet mit euch? Ich glaube, das interessiert ganz viele.
Ich weiß nicht, wir haben die über Facebook verlost und tatsächlich per Zufallsgenerator ausgewählt, weil das haben sich doch so viele beworben, dass man die nicht anhand der Kommentare, die sie geschrieben haben, hätte auswählen können. Das ging nur über einen Zufallsgenerator. Aber das war okay. Also das haben, wir haben immer ganz gut getroffen. So. Geht auch Geld, aber Spaß. Ja, natürlich. Die, also gegen 4.000, 5.000, 6.000 Euro hat man natürlich, nee, ist Quatsch, natürlich nicht. Sonst allerdings ohne finanzielles Interesse. Ja. Ist denn gegebenenfalls eine Fortsetzung eurer Manic Episodes Tour geplant oder bleibt es erstmal bei den bereits bekannt gegebenen Auftritten auf dem Out of Line Weekender? WGT ist ja ganz kurzfristig jetzt angekündigt worden. Ach, ist schon angekündigt. Das ist angekündigt. Das Amphi, Schattenwelt Festival, Gothic Meets Classic. Genau. Ja, also, wir gucken mal. Also zusammen mit unserer Agentur gucken wir mal. Wir würden im Prinzip, würden wir gerne noch ein bisschen das fortsetzen im Herbst. Müssen aber mal schauen. Also weil wir können natürlich dann nicht die Städte spielen, die wir jetzt gerade schon gespielt haben. Das heißt, es werden dann eher kleinere Sachen. Vielleicht, wenn wir da irgendwie was zusammenbekommen, dann schauen wir mal. Aber da, das geht jetzt dann erst los quasi, dass da mal geschaut wird, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. Das müssen wir mal gucken. Gibt es denn einen Termin, auf den ihr euch besonders freut? Naja, klar, Gothic Meets Classic ist natürlich, das ist schon mal was wahnsinnig Besonderes. Ne? Und, aber eigentlich alle, also ich weiß nicht, wir freuen uns immer auf alle Konzerte. Gleich, wobei natürlich wirklich diese mit dem Orchester, das ist schon ja, mal sehr außergewöhnlich. Und das wird, glaube ich, ein ziemliches Highlight so in der gesamten musikalischen Laufbahn, die man so bis jetzt so hinter sich gebracht hat. Das hatten wir wirklich noch nie. Also wir hatten zwar schon mal bei Shadows und auch bei Seraphine immer so mal Streicher mit dabei auf der Bühne, aber das ist halt dann schon was anderes, ob du deine Songs umarrangiert für ein Orchester hörst und irgendein Orchester sitzt da und spielt das dann und du darfst dann dazu so singen und so. Also da, das wird toll, glaube ich. Naja, angekündigt bist ja du, Sven, mit Seraphine und Solarfake-Stücken. Weißt du schon, wie das ungefähr ablaufen wird? André, bist du auch mit dabei oder wird das eine reine Sven-Show, um es mal so zu nennen, mit Orchester? Nee, das haben sie, also die haben es nur mit meinem Namen gemacht, eben weil es Solarfake und Seraphine-Stücke gibt. Es gibt also, die Aufteilung ist, glaube ich, momentan, also wir haben, glaube ich, 7 Stücke. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ist ja royal. Wir haben, glaube ich, 7 Stücke, davon sind 2 von Seraphine und 5 von Solarfake. Und so ist die Aufteilung und André wird dabei sein. Und so wie es aussieht, haben wir noch weitere Musiker von Seraphine dann dabei. Und das müssen wir aber noch gucken. Also das ist jetzt gerade so alles im Entstehen und da muss man dann die Arrangements mal anschauen und so, wie so alles wird. Aber ja, also geplant ist es schon, dass da nicht nur ich rumstehe dann mit dem Orchester. Wäre mir auch, glaube ich, komisch. Ihr habt ja im Oktober ein neues Album auf den Markt gebracht, über das wir bei Monkey Press auch berichtet haben. Wie war denn die Resonanz da drauf? Wahnsinnig gut. Also es gibt, weiß ich nicht, also ganz, ganz wenig negative Stimmen. Das ist erstaunlich, weil also normal gibt es immer mehr, die so irgendwie rumnölen, aber irgendwie diesmal waren es nur so 3 oder 4 oder so, die ich überhaupt gelesen habe und das ist eine super Quote irgendwie. Und es lief auch wirklich gut. Ja, weiß ich nicht. Sieht man jetzt halt auch an der Tour, ne? Also ich glaube, wenn es den Leuten nicht gefallen würde, würden sie natürlich auch nicht zum Konzert kommen. Und insofern muss das irgendwie okay gewesen sein, quasi. Ja, ist ja so viel, hast du ja zu mir. Kannst du doch mal. Ihr habt ja neben der normalen CD auch noch so eine Fanbox mit gleich 2 Bonus-CDs rausgebracht. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Da sind wir ja nicht drauf gekommen, das war die Idee von der Plattenfirma. Und das Doofe war eigentlich für diese dritte CD, die nur in der Box ist, da gab es noch voll ein Missverständnis, weil ich dachte, in der Box sind 2 CDs und dann gibt es normal, das normale ist nur eine CD. Und irgendwann rief ich dann beim Label an und der meinte, nee, 2 CDs ist das normale und für die Box brauchen wir noch eine dritte CD. Da dachte ich, okay, gut, da haben wir jetzt noch 3 Wochen Zeit, sehr schön. Und dann kam mir dann zum Glück die Idee mit diesen Piano-Versionen und Dirk kam gerade, also ich habe den angerufen, also das ist der Pianist, falls irgendjemand da jetzt, Dirk, klar, jeder kennt Dirk, also Dirk Riegner von zum Beispiel Peter Heppner, der Pianist, der, ja, genau.
Und der kam gerade aus dem Urlaub und hatte gerade noch 2 Wochen Zeit und das hat er so knapp gepasst so. Und er konnte dann die Arrangements machen und dann haben wir das gerade noch so hinbekommen. Also das war knapp, dieses Missverständnis sozusagen. Ja. Ihr habt ja Songs verschiedenster Künstler gecovert, gerade Somebody Told Me von den Killers oder You Need a Drugs von Westbam, live auch Lana Del Rey. Mhm. Wie kommst du auf die Titelauswahl? Also Lana Del Rey, der ist ja nicht aufs Album gekommen, irgendwie, weil wir nicht durften, aber den habe ich in der Version von Jessica Lange bei American Horror Story gesehen und fand den total toll. You Need the Drugs habe ich irgendwo mal irgendwo in irgendeiner Kneipe gehört und war so begeistert von diesem Song, dass ich irgendwie, das habe ich mir bis ich zu Hause war gemerkt und Kneipe sagt man nicht, wa? Irgendwie, also in einem Latte Macchiato Café im Prenzlauer Berg wahrscheinlich. Ja. Also da wo die ganzen Sympathen sitzen immer. Also da habe ich wahrscheinlich irgendwo gehört. Latte Macchiato schlürfend. Ja. Das war ein Song, den weiß ich nicht, der hat mich komplett umgehauen irgendwie mit der Stimme und überhaupt. Und übrigens, Westbam hat auch unsere Version tatsächlich persönlich gehört und hat sie für gut befunden und hat uns quasi die Genehmigung erteilt. Bei den Killers, weiß ich nicht, ich finde von den Killers echt nur ganz wenige Songs gut, aber die finde ich dann dafür richtig gut und Somebody Told Me ist halt einer davon und da dachte ich, das wäre lustig, den mal, also es ist halt irgendwie so ein lustiger Song und der kommt auch live ins Süd an, einfach weil, weiß ich nicht, die Leute kriegen immer gute Laune und so, das ist echt das ist irgendwie lustig so. Auf einmal, ja, plötzlich. Und irgendwie, weiß auch nicht, der macht irgendwie Spaß, der ist irgendwie lustig. So. Habt ihr denn gegebenenfalls geplant, meine Tour-DVD aufzunehmen? Es gibt ja im Internet inzwischen eine ständig wachsende Anzahl an teilweise fast professionellen Tour-Videos von euch. Ja, ich weiß immer nicht, das ist so die Frage, ob das ist eine Entscheidung, die trifft die Plattenfirma, das treffen nicht wir, weil das muss sich halt finanziell lohnen. Das ist mit den Rechten immer ein bisschen kompliziert, weil die neuen Rechte sind jetzt bei der neuen Plattenfirma, die alten Songs, da liegen die Rechte bei der alten Plattenfirma und das ist halt kompliziert irgendwie und da muss man halt abwägen, ob das sich lohnt oder ob überhaupt heutzutage noch jemand Live-DVDs kauft oder ob sich nicht sowieso alle Leute nur die Videos bei YouTube anschauen und ob das denen nicht sowieso reicht und so, das ist halt einfach so die Sache. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn unsere Plattenfirma irgendwann der Meinung ist, wir sollten sowas mal machen, dann werden sie uns Bescheid sagen und dann machen wir das, aber ich glaube, ich mache lieber neue Alben, sagen wir mal, also da liegt eher mein Fokus drauf irgendwie und wenn die der Meinung sind, wir sollten sowas mal angehen, dann werden wir das auch tun. Ihr habt kürzlich vom Set des Drehs eures neuen Videos gepostet, dass Sarah Connor da auch gerade dreht. Bahnt sich da eine neue Zusammenarbeit an? Ja, natürlich, na klar. Wir haben schon. Nee, gib mir jetzt nicht den Mikrofon. Wir haben sie eigentlich nicht mal gesehen, oder? Ja, eigentlich nur immer von der Entfernung und ich glaube, die haben uns ja nicht wahrgenommen irgendwie, nee. Weil ich meine, die waren da mit ungefähr gefühlt 20.000 Mann Team und wir waren zu viert. Also für jeden Pommes im Catering einer zuständig, der da mit war. Und wir waren zu dritt. Ja, zu viert. Dreieinhalb. Und die vierte Person war leider krank. Ich glaube nicht, nee. Aber auch mal ganz im Ernst, für was habt ihr denn gedreht und wo und wie seid ihr auf die Location gekommen? Die scheint dann ja recht begehrt zu sein. Ja, die ist scheinbar wirklich recht begehrt. Ich habe die im Internet gefunden. Das ist so in der Nähe von Oranienburg, so eine alte Luftheilstätte oder so weit, so eine Lungenheilstätte oder so weit, ja. Genau, und sehr zerfallen und sehr, sehr atmosphärisch und ziemlich, ziemlich cool irgendwie. Und da wurden auch schon, also haben wir dann erfahren, einige Filme gedreht, ich glaube ein Stück von Inglourious Basterds und noch irgendein anderer Monument Man. Da eine Tatorte hat mir der Typ da erzählt, der da quasi das alles verwaltet oder dem das, glaube ich, gehört sogar. Das ist eine tolle Location, aber auch sehr hochfrequentiert, wie man sieht. Aber Und kalt. Im Winter. Ja. Im Winter sehr so kalt. Minus 5 Grad gewesen und dann sind da nur Fenster drin, also ist halt eine Ruine. Und da dann den ganzen Tag sitzen und. Für was hast du gedreht? Ich weiß ja nicht, ob wir das, aber ich meine, wir können es ja eh nicht mehr ändern. Ne? Also, wir versuchen es für Stay, aber wir gucken mal, ob es klappt. Weil, also wir müssen es nicht unbedingt, also
Naja, ist egal, wir gucken mal. Also geplant ist es für Stay, aber keine Ahnung, ob es dafür dann auch tatsächlich genommen wird. Mal schauen. Wir sind gespannt. Ja, ich auch. Erstmal kommt nur Arnold, aber egal. Okay. Mhm. Ihr habt ja auch einen offiziellen Fanclub. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem und vor allen Dingen mit der Zusammenarbeit? Es ist ja ganz, ist ganz, ganz, ja, ganz furchtbar. Nee, das ist natürlich ganz, ganz fantastisch und wir kriegen auch immer von vielen Stellen gesagt, dass das ganz außergewöhnlich ist mit dem, also das, unser Fanclub macht jedes Jahr so ein Magazin, sehr hochwertiger Druck und sehr hochwertige Beiträge. Und alle arbeiten so mit dran, auch die Mitglieder und so. Und es ist schön, dass ich dir das erzähle. Ja, also für alle, die es nicht wissen, sie ist da auch mit involviert. Ja. Nee, und das ist wirklich ist super. Also wir sind, ja, also ich glaube auch alle Leute, die da so Mitglied sind, ja. Also alleine das Fansein, oder? Das war ja, als ich dazu gekommen mit so einem Shadows damals, war das so ein kleines Schwarz-Weiß-Heft noch kopiert und jetzt ist das so ein Heft, Farbdruck und eine Illustrierte praktisch. Ja, genau. Ja. Wie die bunte, nur in Dunkel. Ja. Genau. Aber Mitglied werden kann da jeder, ne? Also ihr macht da nicht so ein spezielles Casting für die das echten Fans. Und da kommt es wieder ein bisschen aufs Geld an. Ja, aber. Genau. Ja, nee, aber kostet ja auch nicht viel irgendwie. Also. Ich meine, das Ding ist, hier, guck mal, ich muss ja reinsprechen, ja. Hallo, immer da reinsprechen. Wenn wir jetzt bekannter werden, werden natürlich auch die Beiträge ein bisschen angehoben, klar, aber... Ja, aber so bleibt alles so im 100, 200 Euro Bereich pro Monat. Nee, also das ist natürlich, das ist wirklich sehr, sehr günstig, glaube ich. Irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht so genau, momentan haben wir 17 oder 19 Euro oder so pro Jahr und... dafür gibt es dann halt irgendwie eben diese Fanzine und dann sind da immer noch wahnsinnig viele Gimmicks dabei und hochwertige Fotodrucke und weiß ich was. Und wir machen und teilweise irgendwelche Spezialkonzerte, wo dann halt nur die Fanclub-Mitglieder Zutritt haben. Und das ist schon so ein bisschen, also irgendwie sehr familiär, irgendwie, das finde ich mal ganz gut. Und ja, genau. Und ja, so halt, schön. Ich habe euch ja vorhin nach den Meet & Greets gefragt, aber mit wem würdet ihr denn gern mal so einen Wodka Energy, Martini, Wein, Sekt, was auch immer trinken? Also, das heißt, irgendeine Band hat mal gesagt, never meet your heroes, oder? Also irgendwie, ich weiß es nicht. Ich glaube, alle, die wir, sagen wir mal, die Leute, die wir noch nicht kennen, ich glaube, die will ich gar nicht kennenlernen. Also, nee, weil ich glaube, das sind alle sehr schwierige Charaktere, oder? Also ich meine, ja, also das ist irgendwie so, puh. Zum Beispiel? Naja, nee. Also. Nee, ich weiß nicht. Also, oh. Nee, man stellt dann am Ende auch nur fest, dass das auch nur normale Menschen sind mit normalen Macken und ich möchte meine Helden einfach in der Vitrine belassen und möchte sie anhimmeln. Ich will die ja nicht privat kennenlernen. Ja, wahrscheinlich. Das ist besser manchmal. Ich hab da lieber mein eigenes Bild von denen und... voll feststellen, dass die Backstage-Opos mit Jogginghosen und Hausschuhen rumrennen und so. Das bin ich natürlich nicht mal bemalen, weil wir sind geschminkt schon im Backstage runter. Ja, den ganzen Tag. Gleiche früh. Und was macht ihr jetzt nach der Tour? Urlaub? Euch entspannen? Arbeiten? Ja, natürlich arbeiten und weitermachen. Also da kommt jetzt als nächstes erstmal das Under Control-Video. Das muss jetzt fertig gemacht werden und ja, dann werden wir wahrscheinlich mal nach dem neuen Video, was wir jetzt gedreht haben, schauen. Und dann gibt es ja Konzerte, die müssen vorbereitet sein und alles soweit. Also viel, viel Zeit zum Entspannen haben wir da jetzt nicht. Und Urlaub schon gar nicht, oder? Ich meine, da machst du irgendwann Urlaub. Morgen. Ja, morgen auf jeden Fall, ja. Nee, ich plane so weit, in meinem Alter plane ich nicht so weit voraus. Nee. Morgen ist erstmal Ruhetag, was Montag ist, sehen wir dann. Je nach Befinden. Falls noch was ist. Ja, falls noch Vitalfunktionen da sind, dann... kann man sich auch was vornehmen. Genau. Das ist ja heute euer letztes Konzert. Feiert ihr danach noch ein bisschen mit euren Fans im Bunker oder seid ihr dann froh, wenn ihr entspannen könnt und alles geschafft habt? Also das ist so ein bisschen die Frage. Meine andere ist ein bisschen angeschlagen. Da weiß ich nicht, ob das da so ratsam ist, wenn er sich so ins Tümmel stürzt irgendwie. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, aber noch nicht so schlimm wie er. Aber das kommt dann wahrscheinlich morgen.
Wir gucken mal. Also normalerweise, klar, normalerweise, wir müssen ja auch, also wir wollen ja auch mit unserer Crew noch irgendwie ein bisschen anstoßen und so. Das wird das alles irgendwie geschafft haben, ohne größere Schäden. Also mal sehen. und so. Ja, und dann gucken wir mal. Aber ich glaube, so jetzt die. Das Problem ist halt irgendwie, du hast halt sowieso schon die ganze Zeit so viel laute Musik und dann noch. Das ist schon, weißt du, also das fand ich aber schon immer ein bisschen schwierig, irgendwie dann nach dem Konzert nochmal irgendwie tanzen zu gehen oder so. Das ist irgendwie einfach. Weil ich meine, so ein Konzert, wir springen da 2 Stunden lang rum, wir laufen da Kilometer in den 2 Stunden und das ist einfach wirklich total anstrengend und danach bist du eigentlich, ich weiß nicht, nach so einem 5 Kilometer Waldlauf irgendwie, danach gehst du auch nicht sofort tanzen eigentlich, aber wir gehen halt dann schon immer noch, also ja, wenn es irgendwie geht, gehen wir halt schon noch raus und machen noch so Autogramme und Fotos und so. Und was auch nicht ganz unanstrengend ist, weil da läuft dann meistens auch laute Musik und dann muss man mit den Leuten auch noch sprechen und dann bleibt mich dann wirklich als ins Ohr zu schreien und so, das ist schon alles ziemlich anstrengend. Danach bin ich dann für meinen Teil meistens auch so, dass ich sage, ich brauche jetzt Ruhe irgendwie. Ich muss jetzt erstmal einfach nur liegen oder schlafen. Ja. Und essen vor allem. Ja, du kannst immer nach dem Konzert noch essen, das kann ich auch nicht. Aber das ist so tatsächlich, wenn wir von der Bühne kommen, wir sitzen ja erstmal eine halbe Stunde einfach rum und hoffen, dass niemand hier reinkommt in den Raum irgendwie. Ja. Und erstmal irgendwie wieder versuchen, Luft zu kriegen und so. Das ist ja halt wirklich, also das ist schon heftig irgendwie. Ja. Ist ja okay, 40 mehr. Also nee. Insofern. So, dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Wir hoffen natürlich, dass wir vom Monkey Press noch ganz viel über euch und euer Schaffen berichten können. Und wir hoffen jetzt natürlich auf ein tolles Konzert mit euch und bis zum nächsten Mal. Genau, bis bald. Vielen Dank.
vielen Dank. Ihr wart so unglaublich. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Jetzt das neue Album kaufen. Scan dazu jetzt einfach den QR-Code.